Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Flight Report hier auf YouTube. Für mich geht's heute vom Flughafen Paderborn-Lippstadt nach Palma de Mallorca mit Freebird Airlines Europe. Aufgrund von vielen Flügen steht unser Airbus A320 auf einer Außenposition. Und das ist auch schon unser Flieger. Ihr Hotel Yankee ist 13,5 Jahre alt und wird uns sogleich nach Mallorca fliegen. Ich fand es übrigens sehr interessant, dass beim Boarding nur eine Treppe benutzt wurde. Dafür, dass wir eine Außenposition bekommen haben, hätte man diese durchaus nutzen können, um das Boarding noch zu beschleunigen. Hallo, guten Morgen. So, mein heutiger Sitzplatz ist 1A. Diesen habe ich im Vorhinein für 18 Euro reserviert. Die Fuß- und Beinfreiheit auf dem Flug war ja sehr zufriedenstellend für einen Urlaubsflieger. Was sehr schön war, ist, dass während des Boardings Musik gelaufen ist und mal sehr nett begrüßt wurde. Auch die Kabine machte einen sehr guten Eindruck, war sauber gewesen. Und der erste Eindruck war schon mal sehr positiv. Dann war das Boarding auch schon completed und wir konnten mit dem Pushback anfangen und unsere Position verlassen und pünktlich in Richtung Mallorca starten. So before departing, we would like to have your attention while we are demonstrating the safety features. Whenever the fasten seatbelt sign is on, we kindly ask you to fasten your seatbelt and keep it visible while you are seated. Insert the metal fittings one into the other and tighten by pulling the strap. To release your seatbelt, lift the flap and pull the ends apart. Please keep the seatbelt fastened while seated throughout the flight to prevent injury in case of unexpected turbulence. We appreciate your full attention. The safety briefing card in the seat pocket shows all vital information you should do in the unlikely event of an emergency. Please review prior to takeoff. There are 8 exits on this aircraft. 2 at the front of the cabin, 4 windows over the wings, and 2 doors in the rear of the cabin. Please take a moment to locate your nearest exits. The closest usable exit may be in front or behind you. Exits are clearly marked with an exit sign. In case of emergency with smoke or darkness, emergency escape path markings will lead you to the exits. All doors and other wing exits are All doors and overwing exits are equipped with an inflatable slide rack. When the door is opened in the armed mode by moving the handle in the direction of the arrow. If there is a loss of pressure in the cabin, mass will drop down from the units above your heads. To start the oxygen flow, pull the oxygen mask towards you. Place it firmly over your nose and mouth. Secure the elastic band behind your head and breathe normally. Nach dem Pushback ging es dann zur Startbahn 24 in Paderborn und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Takeoff.
So, dann war es auch Zeit, den Sitz einmal zu checken. Also es gab einen ausklappbaren Tisch, eine Safety Card und ein kleines Bistro mit verschiedenen Angeboten zu, ich finde, angemessenen Preisen und hatte auf jeden Fall eine gute Auswahl zwischen verschiedenen Getränken und Snacks. Ich habe mich für ein Sandwich und einen Tomatensaft entschieden. Ich habe dafür 8 Euro bezahlt. Mittag. Jetzt 24 oder 25 Grad, also schönes Urlaubwetter. Und wir hoffen, dass Sie euren Flug bei uns genossen haben und wünschen euch ein schönes Aufenthalt auf Palma. Ladies and gentlemen, this is your first officer speaking. We are still flying at our cruise altitude, 35,000 feet. Approximately 10,700 meters, and we will start our descent in approximately 5 minutes. Our remaining flight time is 30 minutes, which means we will land nicely on time, 7:40 local time, which is the same as in Germany, in Mallorca. The weather over there, momentarily it's a bit misty, it's 17 degrees centigrade, and not that many clouds and no wind. And this afternoon, it should get a bit warmer, 24-25 degrees, and with some nice holiday weather. We hope you have enjoyed your time with us on board. I wish you a pleasant stay in Mallorca and hopefully see you on the way back. Dann haben wir auch schon mit dem Landeanflug auf den Flughafen von Palma de Mallorca begonnen und im Hintergrund konnte man sehen, wie die Sonne schon langsam aufgegangen ist.
Cookers, der hätte schon kommen auf den Flughafen von Palma de Mallorca. Die aktuelle Uhrzeit ist 7.37 Uhr und die Außentemperatur beträgt 17 Grad. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über Ihnen ausgeschaltet wurden. Beim Öffnen der Gepäckfächer bitten wir um Vorsicht, da gerutschtes Gepäck herausfallen könnte. Im Namen der Flügel Alex Europe und der gesamten Besatzung möchten wir uns tot von Ihnen verabschieden und uns dafür bedanken, dass Sie heute unsere Gäste waren. Und würden uns freuen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen jetzt wunderschöne, aber vor allem erholsame Urlaubstage. Sagen vielen Dank, passen Sie auf sich auf und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to the airport of Palma de Mallorca. The local time is 7:37 and the outside temperature is 17 degrees. Please remain seated with your seatbelt fastened until you reach our final parking position and the fastened seatbelt signs above you are switched off. When you open the overhead bin, please make sure that no items can fall out. On behalf of Freeboard Airlines Europe and the entire crew, we would like to thank you for being our guest today and we're looking forward to welcome you again soon. We wish you a wonderful and relaxing vacation. Say thank you, take care and goodbye. Meine Damen und Herren, bitte vergewissern Sie sich noch vor dem Aussteigen, dass Sie all Ihre persönlichen Sachen bei sich haben. Auch die persönlichen Sachen, die Sie vor sich in der Sitztasche verstaut haben. Vielen Dank. Ich fand den Flug mit Freebird Europe sehr schön und angenehm und kann Freebird Airlines Europe definitiv als Ferienfluggesellschaft weiterempfehlen. Die Crew war sehr freundlich gewesen und stets bemüht. Es gab eine gute Auswahl an Essen, welches dann auch sehr gut geschmeckt hatte, meint sein Twitch. Der Flug war pünktlich gewesen und so konnte man definitiv sehr gut in den Urlaub starten. Dann hoffe ich, dass euch der Flight Report gefallen hat. Lasst gerne Feedback in den Kommentaren da. Und ob ihr auch vielleicht schon mal mit Freebird Airlines Europe geflogen seid. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.